Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ for All. Heute möchte ich noch zwei kleine Goodies für den Tisch zeigen. Einmal hier ein kleines Osterkörbchen und hier so eine Art Blume. Aber ich glaube, ich mache die Blume und wie das Osterkörbchen, da sage ich euch nur, wie es geht. Dafür verwende ich wieder diese tolle Stanzform. Diese Bordürenstanzform, dafür habe ich schon mir für dieses Oster, für die Osterblume, sagen wir so, habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Teile mir schon ausgestanzt. Mal schauen, welche die längsten sind. Das ist ein bisschen kürzer, das müsste so gehen. Also brauche ich dafür insgesamt für das Unterteil und diese Blume an sich, diese Seitenteile, die brauche ich insgesamt 4 Streifen. Ich habe, so viel ich weiß, ist das das Querteil von 21, also das ist 21 cm. Dann brauche ich unseren Aufhebhelfer, dass das auch bei euch zupasst, und Klebepunkte, ganz viele. Mal schnell schauen, so. Machen wir da drauf 2 Klebepunkte. Den ersten kleben wir hier drauf. Den anderen müssen wir umdrehen. Kleben dann hier drauf. Und dann brauchen wir noch mal 2 fürs Gegenteil. Also wir flechten heute. So ungefähr, dass es gleichmäßig wird. Dann brauchen wir auf der Seite auch noch mal einen Klebepunkt. Das muss dann unten drunter. So ungefähr. Dann wird das alles nach oben geklappt. Na, die kleben gerade unten drunter. So. Na. Dann muss man das mal ein bisschen nach wegdrücken. Dann brauchen wir für den, damit es hoch wird, nochmal ein paar Klebepunkte. Und zwar wird das auf eine Innenseite geklebt. Und dann brauchen wir weitere Klebepunkte. Einmal für außen und einmal fürs innere Teil des Körbchens. Oder der Blume, was wir jetzt machen. So, und dann wird hier, ich hoffe, ich kann das richtig zeigen, schieben wir das da drauf, einmal so und einmal so, immer entgegengesetzt. Nicht fest genug nach unten. So. Und das machen wir einmal rundherum. Dass es ungefähr gleichmäßig hoch sind, die Seitenteile. Das kann man dann, ne, da hat sich ein bisschen verschoben, aber das kriegen wir hin. Einfach noch mal ein bisschen aufdröseln. So.
aber auch die sind zu lang. Und dann einfach hier abschneiden. So. Dann falze ich oder biege ich mir diese Teile um für die Blume. Auch die noch mal. So, einfach ein bisschen umbiegen. Am besten das noch ein Stück abschneiden. Brauchen wir nicht für die Blume. Oder irgendeine andere Deko. So. Dann noch drei Ostereier. So. Und dann nehme ich mir aus dem Stempelset Osterschatz einen kleinen Ostergruß. Den habe ich ja schon auf den Block gezogen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen flüsterweißen Farbkarton. Das ist grüner Apfel. Den stempeln wir jetzt damit drauf. Legen wir noch ein bisschen zur Seite. Kleiner Gruß. Ein bisschen schief. Dann war unser Häschen schon ein bisschen beschwipst. Dann das Elekal. Einfach abstempeln und ausstanzen mit dem, ich glaube, Zieretikett. Ich schaue nochmal nach, wie es hieß. Und dann brauchen wir wieder einen Klebepunkt. Morgen zeige ich dieses Osterkärtchen, wie das funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nate. Tschüss.